Hi, heute schauen wir uns an, was Stringing ist, wie es entsteht und was man dagegen tun kann. Viel Spaß beim Zuschauen! Gründe für Stringing wären zum einen das Filament. Ganz typische Filamente, die sehr stark zum Stringen neigen, wären TPU und flexible Filamente, sowie auch PLA-Holzfilamente. Es gibt auch noch eine ganze Menge andere Filamente, die gerne stringen, aber diese zwei sind so ganz typische Klassiker. Und man muss auch klar sagen, einen perfekten Druck ohne Stringing mit diesen Filamenten hinzukriegen, ist schwer und teilweise je nach Drucker sogar unmöglich. Das solltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Weitere Gründe können für Stringing sein, die jetzt hardware-spezifischer Natur sind. Eine abgenutzte Nozzle, das heißt, wenn eure Nozzle schon ziemlich alt ist und durch Filamente, abrasive Filamente deutlich abgenutzt wurde oder auch durch andere Filamente, jedes Filament nutzt die Nozzle letztendlich ab und der Durchmesser eben nicht mehr 0,4, sondern ich sag mal ein paar Zehntel oder ein paar Hundertstel Millimeter mehr geworden ist, dann neigt der heiße Kunststoff eher dazu, aus der Düse rauszulaufen und eben dieses Stringing zu verursachen. Zum Thema Slicer-Einstellungen, die werden wir uns nämlich jetzt heute anschauen und mal angucken, was wir daran verbessern können. Aber jetzt zeige ich erstmal, wie Stringing eigentlich entsteht. An einem, ja, ich sag mal, ganz einfachen Beispiel, dann kann man es besser verstehen, wie das Stringing sich überhaupt bildet. Ja, nun stellt euch mal vor, euer Drucker soll ein Bauteil abbilden und legt seine erste Schicht auf das Druckbett drauf. Umso heißer das Material ist, umso besser fließt es natürlich. Das gibt eine gute Leerhaftung, aber wenn ihr jetzt rüberzieht auf den zweiten Bereich, auf das zweite Bauteil, das ihr vielleicht drucken wollt, dann habt ihr auch schon das Stringing. Die ersten Kleckse seht ihr ja auf meinem wunderschönen Druckbett hier. Ja, er macht dann seinen zweiten Bereich fertig und jetzt mache ich einen Retract und ziehe rüber wieder auf das erste Bauteil, um weiter zu drucken. Und der Retract ist in diesem Fall nichts anderes wie, ja, ich drücke nicht mehr auf die Tube, lasse sie los, entsteht ein Vakuum und der Honig wird zurückgezogen und schon ist das Stringing erledigt. So sieht Stringing auf eurem Schmelzapparat aus und das gilt es natürlich zu vermeiden, denn das Objekt ist natürlich wirklich äußerst unschön geworden. Und Step by Step werden wir nun ein paar Einstellungen durchgehen und miteinander besprechen. Und ich zeige euch dann, wie man das auch besser hinkriegen kann. Schauen wir uns als erstes mal die Einstellungen an, die ich an diesem Stringing-Test vorgenommen habe, beziehungsweise die Basiseinstellungen davon. Und wir sehen als erstes mal auf das Material, die Temperaturen. Und ich habe hier PLA gedruckt. Und ihr seht, ich habe hier komplett durchgehend 210 Grad eingestellt. Als nächstes schauen wir uns mal den Retract an. Ich nutze ja den Ender 4 mit einem Bodenextruder und habe hier eine Retract Distance von 1 eingestellt. Die ungefähren Werte für Bodenextruder liegen so im Bereich von 3 bis 5 mm. Währenddessen Direktextruder irgendwo in der Regel zwischen 1 und 3 mm liegen. Das sind natürlich keine in Stein gemeißelte Werte, sondern lediglich Richtwerte, um schneller zum Ergebnis finden zu können. Und eine weitere Funktion, die hier interessant ist, ist das Combining. Und Combining Mode ist derzeit off. Wir wollen also nun die erste Verbesserung erreichen und ich stelle folgende Werte ein. Als erstes werde ich die Temperatur ändern
auf 200 Grad. 210 für die Initial Layer ist okay, dann haftet das auch gut bei mir. Und als Retract gebe ich 5 mm ein. Wir slicen das und dann werde ich das mal drucken und wir schauen uns das Ergebnis an. Ja, das Ergebnis ist doch schon viel, viel besser. Als nächstes werde ich zusätzlich Combining aktivieren und setze hier auf Within Infill. Die anderen Einstellungen lasse ich so, wie sie sind. Was ich ganz gerne auch mal mache, werde ich aber hier jetzt zum Testen nicht aktivieren, ist Avoid Printing Parts When Traveling. Das hat auch den Vorteil, dass wenn dann doch mal was runtertropfen sollte, gerade beim Bodenextruder kann das ja durchaus mal sein, die neigen ja ein bisschen mehr zum Osen, dann landet das wenigstens nicht auf der Druckfläche oder auf dem Bauteil. Ja, slicen wir mal und ich drucke das aus und wir sehen uns an, wie das Bauteil dann aussieht. Und jetzt sieht es ja schon viel, viel besser aus. Da fehlt nicht mehr viel und dann ist es schon fast perfekt. Also werden wir uns die nächsten Settings ansehen, mit denen man Stringing verbessern kann. Als nächstes werde ich hier die Temperatur nochmal ein wenig senken auf 195 Grad. Und werde zusätzlich den Z-Hop When Retracted aktivieren. Mir reicht hier die Höhe von einer Layer, also ungefähr einer Layer, 0,2 mm aus. Und mit diesen Einstellungen werden wir jetzt nochmals slicen und sehen uns dann das Bauteil an, das jetzt schon relativ gut, vielleicht sogar schon optimal sein sollte. Na, das passt doch. Das letzte Teil sieht doch wirklich gut aus, da gibt es kaum noch irgendetwas zu meckern. Ja, und so kann man Stringing in den Griff kriegen. Gar nicht so schwer. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch ein Like da. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, gerne auch ein Abo. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Drucken. Ciao.